Herzlich willkommen bei Herpa. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Die internationale Spielwarenmesse findet dieses Jahr ja leider nicht statt wegen Corona. Aber wir wollen Ihnen die Neuheit nicht vorenthalten. Und eine Neuheit, die sehen Sie schon im Original hinter mir. Und ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Bei mir ist der Produktmanager Matthias Wolf, verantwortlich für Cars and Trucks. Matthias, das ist ja eins der Fahrzeuge, die wir auch im Modell dieses Jahr neu anbieten. Was hat es denn mit dem Iveco S-Way auf sich? Richtig, der S-Way ist, ich sag mal im Moment anscheinend das begehrteste Fahrzeug überhaupt im Nutzfahrzeugsektor. Denn die Sammleranfragen häufen sich so extrem. Der ist ja 2019 auf dem Nürburgring vorgestellt worden. Der Nachfolger vom Iveco Stralis XB, den wir ja auch umgesetzt haben. Und der Nachfrage müssen wir natürlich schon nachkommen. Und deshalb haben wir auch natürlich den neuen S-Way jetzt umgesetzt. Und eine ganz besondere Lackierung, die wir haben, blau-rot. Richtig, der Schlüssel zum Glück. Ja. Magirus. Das ist was ganz Besonderes. Die Magirus Edition, so nennt sich das Fahrzeug, gibt es nur in dieser Dekoration. Hat schöne Ausstattungsdetails, wie ein schönes Lederlenkrad. Also ist schon ein bisschen was Besonderes. Und ist natürlich für uns auch wichtig, sowas als Modell umzusetzen. Hier im Fahrerhaus sieht man einige schöne Details, die man in dem Herpa-Modell leider nicht sehen kann, weil es einfach zu klein ist. Zum Beispiel hier dieses Entertainment-System, die automatischen Fensterheber oder auch diese Ledersitze, die man hier sieht. Was ganz Besonderes. Ist eine Sonderausstattung. Das sind alles Merkmale dieser Magirus-Edition. Ist halt was Besonderes und im Modell Ledersitze, Fernseher einfach nicht umsetzbar. Aber trotz alledem denke ich, auch mit der äußeren Erscheinung wird das Modell ein absolutes Highlight werden. Also ich muss auch sagen, hier oben fühlt man sich wirklich gut. Hat natürlich den schönen Blick über die Fahrbahn. Ich selbst hätte gar nicht gedacht, dass der Iveco ein so beliebtes Modell ist, weil ich dachte, ganz andere Marken sind eigentlich ganz vorne bei den Zugmaschinen. Ja, vielleicht auch eben deswegen. Vielleicht, weil Iveco über einen gewissen Zeitraum ein Schattendasein geführt hat. Durch eine ungünstige Modellpolitik. Und mit dem Stralis XP haben sie halt wieder Marktanteile gewonnen. Das war ein sehr schönes Auto, ein gutes Auto. Und jetzt mit dem S-Way, das Ding ist eingeschlagen wie eine Bombe. Seit der Auslieferung sieht man überall S-Way rumfahren. Das ist schon wirklich. Und Speditionen, die sich auch in dem Showtruck-Bereich tummeln. Also schöne Fahrzeuge haben, die fahren mit einmal auch Iveco, ne? Was die vorher nie getan hätten, weil Iveco halt nicht das Image hatte. Aber mit diesem neuen S-Way sind sie wieder ganz oben auf. Das heißt, wir würden vielleicht auch mal einen S-Way als Showtruck sehen irgendwann? Der ist in den Neuheiten mit Sicherheit schon enthalten, in den kommenden Messeneuheiten. Ein Italiener hat sich das Fahrzeug gestalten lassen. Und er sieht seine Fahrer als Gladiatore der Straße, die ihren täglichen Kampf erledigen müssen. Und deshalb nennt er das Fahrzeug auch Gladiator. Und der wird auch in den Neuheiten enthalten sein bereits, als Iveco S-Way. Klingt alles ganz spannend. Wir haben aber noch mehr Modelle in den Neuheiten dabei. Der Volvo ist auch eine Zugmaschine, die ich gesehen habe, die als Formneuheit, glaube ich, rauskommt. Ja, der Volvo hat ein Facelift bekommen, was eigentlich die wenigsten wissen, dass das schon präsent ist am Markt. Die ersten sind ausgeliefert. Wir haben auch mit den klassischen Volvo-Speditionen, mit denen wir ja auch arbeiten, die vornehmlich Volvo fahren, haben wir für das Laufe des Jahres schon die ersten Modelle festgemacht. Die werden ihre Zugmaschinen jetzt zeitnah bekommen und dann fangen wir auch an, das umzusetzen. Den Volvo gibt es dann in mehreren verschiedenen Ausstattungsvarianten. Globetrotter, Globetrotter XL und FA16, das sind halt die Merkmale, die es vorher auch schon gab. Jetzt gibt es eine Basic-Ausstattung, eine erweiterte Ausstattung und eine Exklusivausstattung. Das heißt, das Ganze wird nochmal in drei Sektionen unterteilt und die werden wir auch als Modell entsprechend umsetzen. Auch beim Volvo hätte ich gedacht, dass es nicht so eine bekannte Zugmaschine ist, aber die scheint auch gut im Markt zu sein. Ja, Volvo hat relativ hohe Marktanteile, wenn man es europaweit betrachtet. Wir dürfen nicht nur den deutschen Markt sehen, auch den gesamteuropäischen Markt. Und da ist Volvo ziemlich weit vorn, selbst in Osteuropa und bis nach Russland hin, ist Volvo sehr, sehr stark vertreten, zählen mit zu den ganz großen Marktführern weltweit. Dann haben wir noch ein echtes Schwergewicht, eine Schwerlastzugmaschine von MAN, die ist auch neu. Stimmt, das neue MAN TGX GX Fahrerhaus
Einfach auf ein Schwerlastfahrgestell zu setzen, wäre natürlich einfach gewesen, ist aber nicht so. Die Vierachs-Schwerlastzugmaschine bleibt so bestehen, wie sie ist, hat jetzt halt nur dieses neue Fahrerhaus bekommen, entsprechend neue Stoßstange, und dem Modell werden künftig zwei Registerkupplungen beilegen, die auch neu gemacht wurden, explizit nur für den MAN. Einmal die offene Registerkupplung, wo man die Zugmäuler einstecken kann in den verschiedenen Höhen, und einmal die Registerkupplung mit der Abdeckung. Und der Sammler kann sich das dann so austauschen, wie er es gerne hätte. Jedem Modell liegen beide Varianten bei. Dann gibt es ein weiteres besonderes Sammlerthema, das ist nämlich das Thema Baustelle, Baufahrzeuge. Auch da haben wir ein echtes Highlight im Programm. Ja gut, im letzten Jahr schon als, ja, überspitzt gesagt, Pappkärtchen auf der Messe im Preview gehabt. Wir wollten einfach kommunizieren, dass wir das tun werden, dass wir dieses Modell umsetzen werden vom Vögele 1900 3i. Das ist ein Deckenfertiger. Vögele gehört, wie auch Wirtgen, die die Fräse ja damals uns zur Verfügung gestellt haben als Vorbild, auch zur Wirtgen Group. Das heißt, es ist alles ein Konzern. Und naheliegend natürlich, wenn ich die Straße abfräse, muss ich auch eine neue Decke drauf machen. Und deshalb der Vögele Deckenfertiger in Kombination mit unserer Thermomulde natürlich optimal für den Bau. Und die kommt zuerst in einer ganz besonderen Lackierung heraus. Ja, zuerst in der Farbgebung von Max Bögel, die auch so einsetzen. Und zum Jahresende hin werden wir dann diesen Vögele Deckenfertiger auch in den Hausfarben, also ab Auslieferung in dem klassischen Grün-Gelb, ausliefern. Das waren ja jetzt schon eine ganze Menge Lkw-Modelle. Was tut sich denn im Pkw-Bereich? Ja gut, Pkw-Sektor werden wir leider zur Messe noch keine Neuheit vorstellen können. Aus lizenzrechtlichen Gründen müssen wir uns das noch ein klein wenig offen halten. Es wird neue Pkw geben. Es wird auch ein Pkw oder mehrere in Varianten geben, einer Marke, die bei Herpa seit 25 Jahren nicht mehr mit neuen Fahrzeugen vertreten ist, wird es auch geben. Wir werden weitere Klassiker machen. Die drei, die offen sind, werden jetzt alle ausgeliefert. Die kommen jetzt alle im Frühjahr direkt zur Auslieferung, teilweise sogar noch im Januar. Und insofern sind wir da schon gerüstet, dass auch der Pkw-Sammler noch seine Neuheiten im Laufe des Jahres bekommen wird. Kannst du denn schon einen kleinen Ausblick geben, um welchen Pkw es sich handelt? Nee, da kann ich leider, darf ich auch leider noch nichts zu sagen. Die Lizenzverhandlungen haben sich lang hingezogen. Es war recht schwierig durch Eigentümerwechsel des Unternehmens und so weiter. Wir sind froh, dass wir da jetzt wieder am Ball sind und da möchten wir jetzt nicht unbedingt störend eingreifen. Sie sehen, es bleibt also ein bisschen spannend über das Jahr. Schauen Sie doch einfach bei uns auf die Homepage unter www.herpa.de. Dort finden Sie immer alle Neuigkeiten.